In diesem Video möchte ich dir Secret of Wealth vorstellen. Falls du noch nicht genau weißt, was Quantensuggestionen sind oder was eine Quantenmeditation ist, möchte ich dir das ganz kurz erklären und wie wir das koppeln in dieser Frequenz bzw. in dieser Meditation. Quantensuggestionen sind Suggestionen, die eine ganz, ganz neue Form von Suggestionen sind. Das sind Suggestionen, die mit Bildern und Emotionen gekoppelt sind und sofort das Ego umgehen und dein Gehirn umschreiben. Ja. Die typischen Suggestionen sind zum Beispiel sowas wie, ich bin gesund, aber das Gehirn und der Verstand des Egos sagt, naja, das stimmt nicht, weil du bist gerade krank. Das heißt, man braucht 90.000 Suggestionen, bis man eine Wirkung davon hat. Ja. Quantensuggestionen sind ganz anders. Sie sagen zum Beispiel sowas wie, wie als Beispiel, so wie in der Früh die Sonne aufgeht, so baut sich jeden Tag immer mehr Gesundheit auf und mein Immunsystem stärkt sich von Tag zu Tag immer mehr. Das heißt, die Suggestion nimmt eine Grundwahrheit und eine Metapher, also ein Bild und sagt dann das Ziel, was du programmieren möchtest, in dem Fall gesünder zu werden und dein Immunsystem zu stärken. Und sagt dann von Tag zu Tag immer mehr, weil dann kann das Ego nichts mehr dagegen sagen. Das heißt, wir erzeugen mit dieser Methode eine Verstärkung durch die Metapher, also ein Bild, und koppeln das mit dem Ziel, was wir wollen. Und dann sagen wir, und von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Und das Ego hat keine Möglichkeit mehr dagegen zu sprechen, weil es nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Ja. Und dasselbe habe ich erstellt für Secret of Wealth. Also ich habe da eine Hypnose produziert, eine Induktion, eine Meditation, die dich in die Entspannung hineinführt, die dich in die Trance hineinführt und dann führt dich diese Meditation in die Quantenwelt hinein. Also du gehst mit deinem Bewusstsein, dehnst dich aus und gehst in die Quantenwelt hinein und in diesen Zustand fange ich dann an, dir 10 solche Quantensuggestionen für alle möglichen Themen, in dem Fall für das Thema Wohlstand, zu geben. Und die werden dann 3-mal hintereinander geloopt, weil das Gehirn lernt durch Wiederholung. Das heißt, du hörst dir ungefähr 10 bis 15 an und dann wird das 3-mal wiederholt. Das wird dann wunderschön programmiert und dann am Schluss kommt dann sozusagen ein Ende, das holt dich dann wieder raus. Wichtig ist, du noch wissen solltest, dass im Hintergrund 2 Frequenzen laufen. Eine Frequenz, die wissenschaftlich nachgewiesen wurde, wenn man diese Frequenz hört, dann wirken Suggestionen besser, Bilder werden besser im Gehirn verankert und Suggestionen werden im Neuronenmuster im Gehirn besser gekoppelt. Ja. Und gleichzeitig läuft ein isochroner Ton, der dich in Trance hineinführt. Ja, dass du kannst diese Meditation wundervoll verwenden und die ganze Technik und Technologie dahinter ist, dass einfach du in Trance hineingehst, dass du diese Meditation machst, dass du diese Programmierung im Gehirn einspeicherst durch die Bilder, durch die Emotionen. Wenn ich sie dann dir sage in der Meditation, ist es wichtig, dass du die Bilder wirklich siehst vor dir und dass du sie koppelst mit Emotionen. Deswegen habe ich auch verschiedene Bilder und verschiedene Metaphern verwendet, weil den einen passt das eine nicht, das andere nicht dabei. Aber in der Summe sind genug dabei, die diese Bilder im Gehirn erzeugen und auf Quantenebene kannst du dann diese Realität in dein Leben ziehen. Ja. Du kannst sie im Sitzen hören, du kannst sie im Liegen hören, du kannst ganz bewusst selber entscheiden nach eigenem Empfinden und Gefühl, wie du diese am besten nutzen möchtest für dich. Und vor allem empfehle ich dir, wenn du das in dein Leben integrieren möchtest, dass du die ersten 21 Tage das einmal am Tag hörst und die ersten 7 Tage idealerweise 2 bis 3 Mal. Ja. Du kannst gleichzeitig wenn du diese Meditation hörst, dir gibt es im Shop eine PDF dazu, dir diese ausdrucken oder beim Brainwave 3D oder auf marcolorenz.com im Blog findest du auch einen Blogartikel dazu. Das kannst du dann ausdrucken, da sind die wichtigsten 10 Suggestionen drauf und diese kannst du dir noch zusätzlich ausdrucken, beziehungsweise wenn du die Datei kaufst im Shop, dann findest du auch eine PDF dabei und diese kannst du dann ausdrucken, kannst du dir dort, wo du deine Zähne putzt, zum Beispiel hinkleben und dann in der Früh und beim Abend genau deine 2 Minuten circa oder 3 Minuten, wie lange du auch immer Zähne putzt, dir das durchlesen nochmal als Verstärkung und die Bilder im Gehirn erzeugen und gleichzeitig deine
die Emotion, die dazu entsprechend ist, fühlen. Ja, weil wenn du Emotionen mit Bildern koppelst, dann programmierst du dein Gehirn ein. Und so die ersten 7 Tage das intensiv machst, sozusagen zum Beispiel, du hörst sie 3-mal am Tag, in der Früh, am Abend und vielleicht mehrmal im Laufe des Tages und gleichzeitig noch deine in der Früh und beim Abend das durchliest beim Zähneputzen, dann wirst du in den ersten 7 Tagen wirklich diese Quantenebene anziehen. Und dann empfehle ich dir noch die weiteren 2 bis 3 Wochen noch das einmal am Tag anzuhören und gleichzeitig das mit dem Durchlesen beim Zähneputzen zu machen. Dann hast du die maximale Wirkung von dieser Methode. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei und freue mich sehr, dich im nächsten Video zu sehen und bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, was du zu dieser Meditation sagst.